Andreas Müller ist geboren 1976 im Saarland, Diplom des Kommunikationsdesigners an der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken. Seit seiner abschließenden Jahresfacharbeit zum Thema Kornkreise im Jahr 93-94 beschäftigt er sich intensiv mit der Dokumentation und der Forschung der mysteriösen Spuren im Korn. Diese untersucht er und dokumentiert er seit 1994 und Mitte Oktober 2005 erschien gemeinsam mit Co-Autor Werner Anderhub sein letztes Buch Phänomen Kornkreise, Forschung zwischen Volksüberlieferung, Grenz- und Naturwissenschaft zum aktuellen Stand der Kornkreisforschung. Seit April 2007 ist er Herausgeber der grenzwissenschaftlichen Nachrichtenblogs Grenzwissenschaft aktuell und heute live zu Gast auf Crop FM. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Hallo Tarek, freut mich sehr. Hallo, ja, sehr schön. Das Thema ist natürlich einer meiner Leibthemen, obwohl der Titel eigentlich ursprünglich gar nichts mit Kornkreisen zu tun hatte, aber das ist eine andere Geschichte. Was hat dich denn an diesen Spuren im Korn so fasziniert, dass sie dich seither nicht mehr losgelassen haben? Also du hast ja schon gesagt, ich habe meine Forschung 94 im Rahmen von einem Schulprojekt begonnen und bin da noch relativ unbedarft zum ersten Mal nach England gefahren und sagte mir auch, wenn ich jetzt hier nach England komme und sehe, dass hier sich alles mit irgendwelchen nächtlichen Lausbuben erklären lässt, die da mit Brettern und was weiß ich auch immer diese Muster in die Felder ziehen, dann war das ein netter Englandurlaub, aber muss ich nicht wiederholen. Und wie man jetzt bald 17 Jahre danach sieht, die Dinge kamen anders und ich habe sehr viele Merkmale dieses Phänomens kennengelernt, die eine ganz andere Sicht zeichnen, ein Phänomen beschreiben, was in der Form, wie es immer wieder gerne in den Medien dargestellt wird, nicht von Menschen mechanisch angelegt wird oder werden kann. Und wer besonders fasziniert an den Kornkreisen, was ich denke auch immer noch eine ganz besondere Qualität des Phänomens ist, ist halt doch der Umstand, dass es in dieser ganzen Fülle von, sagen wir mal, im grob gesagt paranormalen Phänomenen dadurch doch heraussticht, dass es eben sich in unserer tatsächlich uns umgebenden Realität manifestiert. Es ist also nicht wie viele andere Phänomene eine Frage des Glaubens oder Nichtglaubens. Es fliegt nicht davon, es löst sich nicht auf, es zeigt sich nicht nur angeblich Auserwählten, sondern jeder, der sich da auf den Weg macht, kann Kornkreise besuchen und auch erleben, untersuchen und das alles auf seine ganz eigene Art und Weise. Also es ist ein sehr greifbares und dadurch natürlich auch interessant für forschende wissenschaftliche Interessen erforschbares Phänomen. Ja, ich kann jedem nur, der sich jetzt vielleicht heute inspiriert fühlt von Kornkreisen, empfehlen, wirklich selbst einmal nach Wiltshire zu fahren. Mhm. Du warst ja, glaube ich, schon unzählige Male dort. Ich habe dieses Jahr gemerkt, dass das der 17. Sommer war. Also 17. Sommer, okay. Das ist schon ein bisschen was. Ich glaube, ich war 4 oder 5 Mal, das weiß ich nicht mehr genau, aber da habe ich noch einiges vor mir, glaube ich. aber jetzt, du bist also 94 oder so bist du, oder 93 bist du also nach Wiltshire gefahren, hast du das angeschaut einmal, nehme ich an. Und was hat dich jetzt denn überzeugt, dass es, also damals bei deinem ersten Besuch, denn du bist ja dann offenbar immer wieder und wieder gekommen, was hat dich denn überzeugt, dass es sich dabei nicht um Lausbuben und Duck und Daves handelt? Also zum einen die Vielfalt, die sich da auch in der Zeit, wo ich dort war, in den Feldern manifestiert hat. Es war dann auch so, das waren teilweise Merkmale der Kreise, der Formationen, die jetzt ganz und gar nicht für eine rein mechanische Vorgehensweise sprachen, die ja eine Abfolge von Schritten mit sich bringt. Da gab es dann Kornkreise, da lag alles wie in einem Fluss, als ob das alles in zur gleichen Zeit niedergegangen wäre. Das ging bis dahin, dass ich selbst Zeuge von mir damals und auch heute noch unerklärlichen Lichtphänomenen in Verbindung mit schon vorhandenen Kornkreisen wurde. Also da war eine ganze Bandbreite, die darüber hinausging, was man sich jetzt so ohne weiteres hat erklären können, und die daran folgenden Reisen nach England in den folgenden Jahren haben diese Sachen natürlich vertieft mit weiteren Beispielen. Ich bin dann ja auch relativ schnell sozusagen in die Forscherszene eingetaucht, habe da sehr schnell
Kontakte geknüpft, arbeite ja auch sehr eng mit Nancy Talbot vom BLT-Team zusammen. Es haben sich ganz viele sehr gute und enge Freundschaften ergeben. Michael Glickman, der ja auch schon bei euch im Radio war. Und ja, so hat man natürlich auch sehr schnell dann einen Einblick in das Phänomen bekommen, der über das reine Studium von Literatur oder gut, damals Internet gab es jetzt in der Form, wie wir es heute kennen, noch nicht. Das ging alles noch sehr viel langsamer und man musste ewig warten, bis die Bilder endlich hochgeladen waren. Also ich hatte da das Glück, da doch relativ schnell in sozusagen den innersten Kreis zu kommen der Kornkreisforschung und ja, so hat sich dieses Bild dieses authentischen Phänomens mehr und mehr manifestiert. Gleichzeitig hatte ich dann auch das Glück, aber was heißt auch das Ergebnis meiner Arbeit, dass ich immer mal wieder auch Fälscher sozusagen manchmal auf frischer Tat ertappt habe oder einfach sehen konnte, wie die arbeiten, wie das Ergebnis dieser Arbeit war. Und das passte eigentlich bislang noch nie zu dem, was ich andernorts gesehen habe. Ja, und Michael Glickman war in der Tat schon öfters zu Gast und der hat auch jetzt ein neues Buch rausgebracht, The Bones of God. Genau. Das auch irgendwie auf Google Books gratis herunterzuladen ist. Das müsste man vielleicht mal dem Michael erzählen. Ja, ich habe das nämlich gefunden gleich einmal auf Google Books. Ja. Also ich denke nicht, dass das der Sinn von einer Buchveröffentlichung sein kann, aber das ist mir jetzt neu. Ja, ich habe mich gefreut, weil ich dann reinschauen habe können, aber ich werde es mir sowieso bestellen. Aber Michael Glickman ist sicher ein sehr interessanter Mann auf diesem Gebiet. Und du hast also von Anfang an auch zu diesen Leuten eben Kontakt gehabt und an vielen Dingen einfach gesehen, okay, da gibt es auch viele andere Begleitphänomene etc. und Spuren, die man auswerten kann, die einfach nicht zu diesem Bild passen. Und natürlich auch, dass ja die Fälschungen, wenn man jetzt in einen frischen Kornkreis kommt, nehme ich an, noch immer recht leicht zu erkennen sind, oder? Ja, das sehe ich nicht ganz so. Man muss halt immer fragen, wer kommt da in den frischen Kornkreis. Also ich glaube, es gibt mittlerweile, da ist ja mein Standpunkt für die Leute, die sich jetzt ein bisschen intensiver mit dem Phänomen beschäftigen, auch bekannt und teilweise auch, mehr oder weniger umstritten, dass ich halt durchaus sage, es gibt recht viele Kornkreise, die von Menschen gemacht werden und mittlerweile gibt es da auch Teams und Leute, die das erstaunlich gut hinbekommen, unter anderen Umständen, wie das echte Phänomen wirkt und mit anderen Detailergebnissen, aber es ist doch jetzt nicht ganz, ich wäre vorsichtig, wenn jemand in einen Kornkreis kommt und es sei denn, es ist jetzt ein ganz, ganz arg schlechter Kornkreis, und schon nach ein paar Minuten weiß, was hier Sache ist. Also da gehört doch eine genauere Detailbetrachtung dazu. Wie gesagt, durch die jahrelange Beobachtung und auch durch das Beobachten von dem, was Menschen gemacht haben. Wir haben ja auch in einem Falle mal einen Experimentalkornkreis selbst angelegt, der eindeutig als solches Experiment schon vorab und danach und im Feld mit Schildern und allem Möglichen als Experiment ausgewiesen war. Also da ist niemand damit reingelegt worden. Und von daher weiß ich persönlich jetzt, wie sich gewisse Instrumente von Fälschern auswirken. Das müssen sie ja auch. Also Getreide, wer das kennt, junges Getreide, auch reifes Getreide, das ist ja doch mehr oder weniger sehr filigran und sehr zerbrechlich. Und wenn da jemand drauf losstapft mit seinem Körpergewicht, da mechanischen Druck ausübt, das zeichnet sich an den Pflanzen ab und diese Sachen kann man erkennen. Dass das aber jetzt so offensichtlich immer der Fall sein muss, da wäre ich vorsichtig. Ja, was mir an, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, echten Formationen immer wieder aufgefallen ist, dass ich den Eindruck hatte, als würde da Wasser kontrolliert in einer bestimmten Figur fließen und diese Formation erzeugen. Und deshalb meinte ich eigentlich, dass man das vielleicht doch recht schnell erkennt, aber offensichtlich nicht. Also das kann man so teilweise stehen lassen. Interessant ist aber eben, ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht nur eine Art von authentischen Kornkreisen gibt. Also ich unterscheide eigentlich im ersten Moment relativ wertfrei zwischen Kornkreisen, die ich jetzt eher als von einer mechanischen Qualität
damit meine ich dann, dass man wirklich gewisse Abfolgen nachvollziehen kann, dass das Getreide eher tatsächlich niedergedrückt wirkt und eben dieser anderen, dieser fließenden Qualität, die genau eben, du hast das ganz gut beschrieben, wirklich so den Anschein macht, als ob da Wasser durch eine bereits, wie auch immer, ins Feld projizierte Form geflossen wäre und alle Elemente fließen sozusagen aus einer Quelle heraus. Es gibt da mehrere Fälle, wo ich mir sicher bin, dass wir es mit echten Korngassen zu tun hatten, die dennoch sehr mechanische Qualitäten aufzeigten. In dem Buch von mir, was du eben auch angesprochen hast, dem neuen Phänomen Kornkreise, da wird auch einer dieser Fälle beschrieben. Ist es oder ist es vielleicht auch im ersten? Es gibt ja noch Kornkreise, Geometriephänomene, Forschung aus dem Jahr 2001. Auf jeden Fall ging es da um eine Formation in Holland. Die bestand aus so einer Art, das sah aus der Luft aus, wie so ein Skorpion. Es hatte so einen großen Hauptkörper und da lagen noch so zwei scherenartige Sicheln dran und am anderen Ende war so ein Schwanz aus kleiner werdenden Kreisen angesetzt. Und das waren eine bestimmte Anzahl von Kreisen, ich glaube es waren 7. Die da schon im Feld lagen. Die holländischen Kollegen, die für mich außer Frage stehen, da nicht Hand angelegt zu haben, haben ihre Dokumentationsarbeit abgeschlossen und wollten dann nochmal ein Gruppenbild im Kornkreis von sich mit Selbstauslöser machen. Und dafür bot sich halt der letzte Kreis von diesem Schwanzfortsatz an, dort die Kamera hinzustellen. Da ging dann einer dieser Gruppe dorthin, wollte die Kamera dort platzieren und stand dann, obwohl er eigentlich ja im letzten Kreis dieses Schwanzfortsatzes stand, im Kreis Nummer 7, stand dann vor einem 8. Kornkreis, der auch diese kleiner werdende Reihe logisch fortgesetzt hat und wirklich so aussah, der hatte nur, ich glaube, weniger als einen Meter Durchmesser, als ob da jemand reingegriffen hätte, sich ein Büschel Getreide genommen hätte und wirklich ganz grob umgeknickt hätte. Aber wie gesagt, die beteiligten Forscher stehen für mich außer Frage, dass die das jetzt hätten fingiert haben können und die beschrieben auch, dass dass der Boden und das Getreide noch regelrecht warm anzufühlen waren. Das war eine Gruppe um den Forscher Eltjo Hasselhoff, der ja auch durch Bücher und durch seine Publikationen bekannt ist. Und da, wie auch in einigen anderen Kornkreisen, habe ich halt gemerkt, es gibt offensichtlich verschiedene Arten von Kornkreisen und das ist ja auch durchaus möglich. Wir wissen ja zumindest mal nach meiner Ansicht nach noch nicht mal jetzt, was das Phänomen selbst eigentlich ist. Also von daher bin ich persönlich da vorsichtig mit schnellen Schlussfolgerungen, dass ich habe auch schon Kornkreise gesehen, die sahen am Boden fantastisch aus, eben wie du es beschrieben hast, wie aus einer Quelle entstanden und dann haben wir das am Boden gesehen, waren ganz fasziniert. Haben dann erst am Tag darauf das Luftbild gesehen und waren total schockiert, weil das einfach kein schöner Anblick war. Also da muss man offensichtlich ein bisschen offener sein für unterschiedliche, vielleicht auch verhältnismäßig exotische Möglichkeiten, die sich da auftun. Interessant. Stichwort Holland. Also da gab es ja, ich glaube es war Holland, wo dieses Jahr der größte menschengemachte Kornkreis entstanden ist, der auch extrem erstaunlich aussieht. Also wenn ich den jetzt einfach nur so gesehen hätte, ich hätte da wirklich meine Zweifel gehabt, ob den jemand hinkriegt. Aber die hatten ja auch einen ziemlichen Aufwand damit. Genau, also für ehrlich gesagt, auch wenn mir das die Macher selbst mehr oder weniger vielleicht übel nehmen, also ich hatte auch da Kontakt zu denen eben, weil sie uns die Informationen dann zugeschickt haben und das dann auch ja in der Öffentlichkeit so platziert haben wollten, dass es jetzt